und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal SSZ. Ich bin der Sascha. Heute also Heimspiel gegen Leipzig. Letzte Woche war ja nicht so ein schönes Spiel. Und ja, was soll ich dazu sagen nochmal? So generell hat mich nur ein bisschen gewundert, wenn man dann auch über die Gladbacher wieder liest in den Kommentaren, ja, dass ein Honorar hier 10, 12 Millionen Euro kosten würde. Aber bei aller Liebe, wenn ich eine große Rassel habe, ja, und ein Konzert veranstalte, dann muss ich auch laut spielen können. Und bei aller Liebe, beide Vereine haben sich wirklich nicht mit Ruhm bekleckert an dem Tag, will ich es mal so ausdrücken. Und ja, die Bochum hatten mit sich selbst zu tun. Die Gladbacher haben es ausgenutzt dann nach 15 Minuten, als unserem VfL den Stecker gezogen haben quasi. Und dementsprechend haben die Gladbacher gewonnen. Von daher auch verdient, muss ich sagen. Ne? Also da gibt es ja nichts gegen zu sagen. Und ja, heute dementsprechend also Andreas Lute dann mal wieder im Tor. Andi stand ja zuletzt 2015 bei uns in der Kiste beim Auswärtsspiel in Braunschweig. Und ich denke mal, der Junge hat ein Herz für den VfL, das ist ein echter VfLer auch, wird auf jeden Fall alles reinhauen, genauso wie Bruno auch. Und da mache ich mir ehrlich gesagt keine Sorgen. Natürlich fehlt ihm die Spielpraxis jetzt und das wird vielleicht ein Handicap sein. Aber ja, ist alles nur hypothetisch. Spätestens in den 90 Minuten werden wir es sehen. Und wenn wir auf jeden Fall von den Rängen pushen und die Mannschaft wieder nach vorne peitschen, dann gehe ich mal davon aus, dass wir heute auf jeden Fall besser und stabiler spielen werden als letzte Woche. Ich bin jetzt auf dem Weg nach Bochum und dann freue ich mich gleich aufs Heimspiel. Gute Erinnerungen haben wir noch vom Hinspiel, wo wir das Unentschieden schaffen konnten und Riemann zwei Elfmeter entschärft hat. Ich habe euch das Spiel hier oben dann nochmal verlinkt. Könnt ihr nochmal reinschauen. War auf jeden Fall ein geiles Spiel gewesen. Ja, dann hatten wir noch zwei Gewinner ermittelt aus dem Gewinnspiel vom Bayern-Spiel. Und mit zwei habe ich mich ja schon in Kontakt gesetzt. Leider kann die Christine dann heute nicht kommen. Die kommt nämlich aus Dessau. Und ja, von daher ist im Moment eine Übergabe nicht möglich. Aber verschoben ist nicht aufgehoben. Und das machen wir dann später beim anderen Spiel dann. Und der andere Gewinner, wie ich schon vorher sagte, ist ein bisschen kompliziert. Da muss ich sagen, da hat mich der Algorithmus vom YouTube-Picker ein bisschen ausgetrickst. Weil Marc hat ein bisschen Werbung gemacht auf der Arbeit. Er ist ja auf Montage unterwegs öfters und er hat im Moment einen Schweizer Kollegen. Und den hat er dann dazu gebracht, da meine Vlogs dann zu abonnieren. Und anscheinend der ist auch aktiv dabei. Und wie man sieht, ja auch durch den Vlog hat er dann mitgemacht. Und natürlich kommt es, wie es kommen musste. Und ja, der Algorithmus pickt ihn. War ich natürlich im ersten Moment ein bisschen ja, verblüfft. Oder besser gesagt, wie man ja auch im Video sieht, wusste ich erstmal gar nicht, wer das ist. Und dann später durch den E-Mail-Austausch habe ich dann mitbekommen, dann, ja, dass das der Arbeitskollege von Marc ist. Aber der Junge kommt aus der Schweiz und von daher werden wir das auch gleich sehen, wenn er dann sich vorstellt. Wäre ein bisschen schwieriger zu erklären, wenn er einen Robot-Dialekt hätte, würde ich sagen. Aber ja, nur gut, habe ich ihm gesagt, kann er trotzdem die Jacke ja haben, weil warum soll ich sie ihm jetzt verweigern? Und das war dann auch der Grund, warum ich dann nochmal ein Gewinnspiel dann gestartet hatte. Und da hat ja dann Mika 1848 gewonnen. Aber auch Mika werde ich nicht treffen können, weil der kommt ein bisschen später und da wird auch sein Bruder die Jacke dann in Empfang nehmen. So, also dann bin ich jetzt hier mit einem der Gewinner, mit dem Michael, wie angesprochen schon, eigentlich ein Arbeitskollege von Marc. Marc hat wieder gute Reklame gemacht. Ja, Michael, stell dich mal vor am besten. Ja, wie gesagt, ich bin der Michael, ich bin Arbeitskollege von Marc, dadurch jetzt auch hier. Ja. Ich komme eigentlich aus der Schweiz, das hast du ja auch schon gesagt. Ne? Genau, habe ich schon gesagt, ja. Weil wäre auch komisch jetzt, wenn du anders klingen würdest. Ne? Ja, und nachher dann denken die Leute, hier wäre gemauchelt. Aber du bist ganz normal Fan des Kanals. Ja. Und letztendlich ist das entscheidend, dass du gewonnen hast, hast mitgemacht. Und ja, die Jacke hast du ja schon an, ne? Ja, genau. Ja. Super Jacke. Gut, dreh dich nochmal ganz kurz um, bitte. Digga. Ja, können die Leute auch nochmal sehen hier. Echt klasse Jacke. Wie gesagt, könnt ihr hier im ZOZ-Shop dann auch nochmal kaufen. Den Link packe ich euch nochmal in der Beschreibung rein dann.
Und ja, dein Tipp zum Spiel heute, Bochum gegen Leipzig, was meinst du? Ich hätte jetzt auf ein 1-1 getippt. 1-1? Ja. Ja, ist doch cool, stabil. Hoffe ich natürlich auch. Marc macht schon wieder Faxen hinter der Kamera. Ja. Du hast ihn, glaube ich, seinen Tipp weggenommen. Ich denke mal, ja, weiß ich nicht, Fußball, hattest du mir gerade schon gesagt, hast du so jetzt nicht mit zu tun ansonsten, ja, ne? Nicht groß, nee. Ja, nicht. Rennsport jetzt, sagtest du, ne? Ja, ja. Ja. Und was so im Allgemeinen so, was Bestimmtes oder? Och, also großes Interesse an Crossrennen. Okay. So sagen, ja. Ja, ja, und das ist doch, ja. Ja, cool, ja. Aber heute siehst du mal die Atmosphäre im Ruhrstadion. Und vielleicht danach haben wir einen neuen Fan dann gewonnen. Dann. Auf jeden Fall einen Fan vom Kanal. Genau. Ja, ja. Okay, ja, dann danke. Ja, ich danke dir. So, ich bin jetzt hier mit Christian, Sandra und Dietmar. Und Christian, was meinst du heute zum Spiel? Wie werden wir performen? Ich sage ein klares 3-2 für uns. 3-2? Ja. Okay, wäre eine geile Sache, ja. Nach letzter Woche auf jeden Fall. Und Sandra, was meinst du zum Spiel? 2-1 für uns. Okay, auch sehr schön, ja. Wenn das so kommt auf jeden Fall. Wird eine schwierige Sache auf jeden Fall heute, ne? Und der Dietmar, was meinst du heute zum Spiel? 2-1 ist mein Tipp auch. 2-1, ja. Ja, drücken wir den Jungs die Daumen, wa? Capitano ist wieder mit an Bord. Und dann Vollgas heute, ne? Ja. Danke euch, ja. Danke. So, also, ich bin dann jetzt mit dem Bruder vom Gewinner hier, den Niklas, ne? Ja. Du musst ja quasi jetzt die Regenjacke entgegennehmen, das schöne Stück. Können wir nochmal hier zeigen. Genau, da kriegt er deinen Bruder. Und ja, wie lange bist du schon VfL-Fan? Eigentlich schon seit Kind auf, schon immer ja. gewesen. Und wieder immer so bleiben, ne? Ja, ja, hoffe ich doch wohl, ne? Und was war dein Highlight-Spiel so in den letzten Jahren? Ja, ich würde mal sagen, auf jeden Fall das 4-2 gegen Bayern. Ja, okay, da war geil. Warst du da auch gewesen? Ja, ja. Oh, cool, ja. Ja, während der Corona-Zeit, ne, waren ja nicht so viele hier im Stadion. Ja. Cool. Ja, finde ich geil. Und was meinst du heute zum Spiel? Wie spielen wir heute? 3-1 für Bochum. Ja, cool. Dann hoffe ich mal, dass das so kommt. Und dann danke ich dir. Vielen Dank. Sag deinem Bruder auch danke fürs Mitmachen. Ne? Mach ich. Und dann viel Spaß dann heute. Dankeschön. So, eine Statistik zum Spiel gegen Leipzig haben wir auch. 2 Spiele haben wir hier an der Kastruppa gehabt. 1 haben wir gewonnen, 1 haben wir verloren. Also relativ überschaubar. Und mein Tipp heute zum Spiel ist, ich will den Großen halt nicht versauen. Und 1-1 wurde schon gesagt. Und ich sag, wir spielen 3-2. Das wird ein echt wildes Ding, weil wir kriegen auf jeden Fall bestimmt einige rein. Ich kann mir nicht vorstellen mit der Fünferkette heute oder Wittek, dass das so eine gute Sache ist. Ich hoffe wirklich und vertraue in den Trainer, was er da macht. Weil immerhin ist die Aufstellung fast parallel zu seinem ersten Bundesligaspiel, was er mit uns hatte. Aber mal schauen. Ja, Marc. Bei dem Spiel ging es aber in die Hose. Bei dem Spiel ging es ordentlich in die Hose, ja. Aber ja. Wie gesagt, ich kann nur jetzt vertrauen, dass das gut geht. Ja. Ich denke, mal. Die Jungs vorne sind gerade gut im Lauf. Ja. Ich tendiere meinen Tipp heute 2-2. Ja. Eigentlich wollte ich 1-1 sagen, Tipp ist schon raus. Jetzt mache ich ihn 2-2, bin ein bisschen mutiger. Ja, okay. Aber er wäre natürlich schön, wenn wir gewinnen, wie auch immer. Das aber auf jeden Fall. So sieht's aus, wir werden Glück haben, es läuft. Naja. Ja, rocken wir das Ding, ne? Wir haben jetzt irgendwie eine Serie, 8 Spiele nicht verloren. In Folge, in Zuhause hatten wir letztens, glaube ich, 86. Ja? Ja, habe ich irgendwo gelesen. Okay. Also die Serie kriegen wir ja wohl nochmal hin, oder? Also gehen wir mal rein für den Verein und auf 3 Punkte. Viel Spaß. Andi wieder in der Kiste. Andi in der Kiste, da muss man sagen, jetzt mit vollem Mund. Natürlich haben wir heute wieder ja, die Fans, der erste Grüß. Das wird gut, das wird, ja. Vor allen Dingen damals, ich kann mich noch erinnern, letztens haben der VfL ein Video gemacht mit Atalamek und Lute. Da haben sie so geredet, so, wer höher springen kann. Und da habe ich mich nur daran erinnert, als wir in der Ostkurve standen und der Andi die Vorlage zum Forcell gemacht hat. Aber zum 1-1 in der 90. Das war richtig stark. Das war mega. Ja, gegen Darmstadt damals. Vielleicht erinnere ich mich auch noch, als er neben mir stand und zu mir sagte,
ja. Endlich mal jemand, der größer ist als ich. Stimmt, ich blende euch das hier mal ein, das Foto. Also das sieht stark aus. Das war lustig. Übrigens der Maltritz genauso. Der ist so ein Kopf kleiner dann gewesen, oder? Ja. Das war sehr cool, ja. Na, hoffen wir mal. Heute der Andi wird das schon machen, denke ich. Denke ich auch. Der wird das auch. Hat zwar nicht so viel Spielpraxis, aber der wird sauer. Oder drei Hinterdinger rausholen. Das ist das, was er halt ausmacht. Genau. Und deswegen haben wir ihn geholt. Genau. Und heute hat er die Chance, das zu beweisen. Jetzt mit Noah los. Wir haben ja einen Schweizer und der Michael ist ja auch Schweizer, wie gesagt. Und wisst ihr denn, wie viele Schweizer überhaupt beim VfL immer gespielt haben? Vier. Was? Bitte vier. Warum weißt du das wieder? Und was war der Mann? Okay, das stimmt sogar. Vier Schweizer hatten wir im Team. Ja, der Patrick Gullio in der 90er. Dann, wer war das? Saulo De Carli, David Pallas und jetzt Noah los. Ah, krasse Sache, ja. Da hast du nichts verstanden. VfL! 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 Wo ist er denn? Ja, da hast du die Challenge gewonnen, würde ich sagen.
auch nicht die Scheiße da gemacht. Ja, ja, komm, hör auf. Jetzt wird Leipzig ein bisschen Gang zurückstellen.
Das war mal heute eine derbe Niederlage, kann ich sagen. Da haben wir sie richtig aufs Maul bekommen, wie man so schön sagt. Ne? In 4 Minuten 3 Gegentore. Und ja, trotz allem, wir gewinnen zusammen, wir verlieren zusammen. Ich will jetzt nicht auf einzelne Spieler da eingehen. Haben zwei, muss ich sagen, rabenschwarzen Tag mitunter gehabt. Obwohl der eine fing ja erst an nach der Umstellung und den Auswechslungen der Leipziger. Vorher war es recht ordentlich, eigentlich von alle. Ich war auch sehr zufrieden, muss ich wirklich sagen. Gegenüber vom Spiel gegen Gladbach war das auf jeden Fall eine starke Leistung und eine Veränderung. Aber ja, hat halt nicht gereicht. Ne? Ich meine, Leipzig ist ja nochmal ein anderes Kaliber. Und von daher war zu erwarten, dass wir verlieren. Nur ist leider wieder schade, dass wir in der Höhe verloren haben. Trotz allem bin ich natürlich selbstverständlich erstmal wieder froh, wenn alle wieder an Bord sind, wie Osterhage, Oermann und Masovic, weil dann die Sache doch ein bisschen anders aussehen wird wieder. Außerdem natürlich freue ich mich dann, den Niklas heute getroffen zu haben. Mika hatte ja, sein Bruder, leider keine Zeit. Grüße gehen nochmal raus. Ich hoffe auf jeden Fall, dass dir die Jacke gefällt. Kannst ja gerne nochmal in die Kommentare reinschreiben, ob alles soweit in Ordnung ist. Und ja, wenn die Jacke von der Größe nicht passen sollte, ansonsten schreib mich nochmal an, dann können wir auf jeden Fall nochmal was regeln. Und ja, ich hoffe auf jeden Fall, die hat sie gefallen. Dann die Gewinnerin halt vom ersten Gewinnspiel, Christine, konnte ja leider nicht da sein. Ist halt schade und da freue ich mich auf jeden Fall dann, wenn wir in näherer Zukunft dann auf jeden Fall nochmal uns treffen würden, dann für die Übergabe. Ja, und der Micha als letztes, der ein Arbeitskollege ist von Marc. Ich hoffe, ich konnte dich für den Vorfeld begeistern. Kanalmitglied hier bisher schon und ja, die Jacke war ja soweit auch in Ordnung, hat gut gepasst und von daher hoffe ich, dass du viel Freude hast. Mach Werbung für den VfL und für mich in der Schweiz und dann wünsche ich dir auf jeden Fall auf diesem Wege nochmal alles Gute auf jeden Fall. Ja, und dann geht nochmal raus an die Jungs von ZOZ. Schaut gerne bei denen nochmal im Shop nach rein oder geht direkt hinter der Ritterburg mal gucken, was die am Shop haben. Dann könnt ihr auch Sachen nochmal ausprobieren. Ich habe euch den Link hier unten nochmal reingepackt, dann kommt ihr auch direkt zur Regenjacke. Könnt ihr euch die nochmal anschauen. Ist ein schönes Stück, gönnt euch was und dann seid ihr gut ausgestattet für die nächsten Heimspiele. Ja, was jetzt nicht im Shop zu sehen ist, was die Jungs aber verkaufen vor Ort, ist einmal hier so ein Jutebeutel. Den fand ich zum Beispiel sehr cool, weil mit dem Bochumer Wappen in 1848 und den kann man sich dann auch umhängen. Den fand ich nicht schlecht. Da habe ich mir gesagt, nehme ich den mal mit, um euch den hier zu präsentieren. Lohnt sich auf jeden Fall. Was Schönes oder zum Einkaufen, was reintun für den Sport. Und ja, schön mit dem Bochumer Wappen 1848. Genauso wie die Einkaufstasche. Hatten die Jungs auch gehabt jetzt vor Ort. Was sie jetzt leider auch nicht im Onlineshop verkaufen. Auch mit dem Stadtwappen und 1848. Auf der Rückseite nochmal Blanco. Und da könnt ihr euch auch am Shop besorgen. Wenn ihr zum Beispiel die Jacke kauft oder so, könnt ihr dann direkt mit nach Hause nehmen oder für den Einkauf zu Hause. Fand ich auf jeden Fall nicht schlecht, weil gerade heutzutage eine Tüte brauchst du immer. Und wenn du unterwegs bist, kannst du direkt Flagge zeigen und mit den VfL-Farben durch die Gegend laufen. Natürlich gilt wie immer, vielen Dank, dass ihr reingeschaut habt, dass ihr euch alles angeschaut habt, vor allen Dingen bis hierhin. Trotz des miserablen Ergebnisses. Ich kann mich nur bei jedem Einzelnen bedanken, der mich bis jetzt unterstützt hat, der geliked hat, der einen Kommentar dagelassen hat. Hilft auf jeden Fall weiter, um den Kanal weiter auszubauen. Und würde mich auf jeden Fall freuen, wie gesagt, dass ihr ein Like dann noch da lasst. Abonniert eventuell den Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Aktiviert die Glocke. Dann sehen wir uns dann wieder nächste Woche Sonntag. Beim Heimspiel gegen Freiburg. Dann natürlich hoffe ich, dass der ein oder andere wieder zurückkommt ins Team und dass wir dann vor allen Dingen wieder performen können, um den Sieg nach Hause zu fahren. Wichtige 3 Punkte stehen an. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Ihr seid bei meinem Kanal dabei. Schaut zu, schaut rein und dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Sonntag. Eine schöne Woche bis dahin. Grämt euch mal wieder nicht.
War nur eine Niederlage auf dem weiteren Weg bis zum Klassenerhalt. Also bis zur nächsten Woche. Macht's gut. Bis bald. Ciao, ciao.